Brüche mit verschiedenen Nennern zu addieren ist nicht ganz so einfach. Wenn wir z.B. ein Drittel und ein Viertel addieren wollen, müssen wir die beiden Brüche zunächst gleichnamig machen. Wir können Zählernenner eines Bruches mit dem gleichen Faktor multiplizieren, ohne dass sich der Bruch ändert. Man nennt das Erweitern. Wenn wir ein Drittel mit dem Faktor 2 erweitern, haben wir 2 Sechstel. Ein Drittel und 2 Sechstel ist völlig identisch. Wir können auch 4 Zwölftel daraus machen, dann hätten wir mit der Zahl 4 erweitert. Generell ist a durch b gleich a mal x durch b mal x. Wenn wir zwei Brüche addieren sollen, erweitern wir die Brüche so lange, bis sie gleichnamig sind. Wir können ein Drittel mit 4 erweitern, haben 4 Zwölftel. Wir können ein Viertel mit 3 erweitern, haben dann 3 Zwölftel. Jetzt können wir die Brüche addieren. 4 Zwölftel plus 3 Zwölftel ist 7 Zwölftel. Wir erweitern beide Brüche auf das kleinste gemeinsame Vielfache des Nenners. Ein Sechstel plus ein Viertel. Wir zerlegen die Nenner in Primfaktoren, sehen, dass 2 mal 3 mal 2 das kleinste gemeinsame Vielfache ist, erweitern den ersten Bruch mit 2, den zweiten mit 3, haben dann 2 Zwölftel plus 3 Zwölftel gleich 5 Zwölftel. X plus 1 durch x minus 1. Wie können wir diesen Bruch so umformen, dass im Nenner x minus 1 zum Quadrat steht? Offensichtlich müssen wir diesen Bruch mit x minus 1 erweitern. Wir erhalten dann im Nenner die geforderten x minus 1 in Klammern zum Quadrat. Im Zähler erhalten wir x plus 1 mal x minus 1. Nach der dritten binomischen Formel ist das x Quadrat minus 1. Erweitern heißt, Zähler und Nenner eines Bruches mit dem gleichen Faktor multiplizieren. Wir können auch Zähler und Nenner eines Bruches durch den gleichen Faktor dividieren. Das nennen wir kürzen. Beim Bruch 4 Zwölftel können wir Zähler und Nenner mit 2 kürzen, haben dann 2 Sechstel. Wir können weiter mit Faktor 2 kürzen und erhalten dann 1 Drittel. Wie können wir diesen Ausdruck vereinfachen? Zunächst klammern wir U aus Zähler und Nenner aus, entsprechend dem Distributivgesetz, kürzen dann Zähler und Nenner mit U und erhalten V plus X durch V plus Y. Wir können jeden Bruch in eine Dezimalzahl umwandeln. Wir können aber auch jeden Dezimalzahl in einen Bruch umwandeln, indem wir einfach durch 1 dividieren. Nenner 1 geht immer. 0,0625 ist 0,0625 Eintel. Diesen Bruch können wir erweitern und kürzen wie jeden anderen auch. Zum Beispiel erweitern wir mit 10.000, dann haben wir das Komma weg, haben im Zähler 625 und im Nenner 10.000. Jetzt können wir mit 625 kürzen und haben dann 1/16 unser Endergebnis.